Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir jetzt dein Wort betrachten können heute Morgen. Wir laden dich ein, dass du bitte anwesend bist, dass du uns dein Wort erklärst und auftust und uns in alle Wahrheit führst. Hilf bitte mir, das alles klar und deutlich darlegen zu können, und bitte lass uns die Abfolge im Untersuchungsgericht genauer verstehen und nochmal in Erinnerung gebracht werden, diese ganzen verschiedenen Bibelverse und Zitate, die uns da Anleitung geben. So möchtest du uns doch bitte alle unsere Sünden vergeben und uns jetzt für den heutigen Tag die tägliche Speise geben. Und wir bitten und danken dafür in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Wie gesagt, ich habe euch ja jetzt hier Notizen geschickt. Mag nicht alles perfekt übersetzt sein, weil ich das einfach in den Übersetzer getan habe. Deswegen bitte nehmt die Bibelverse am besten direkt aus der Bibel. Okay. Gut. Also, ja, wir haben uns das ja jetzt in letzter Zeit immer wieder angeschaut, diese Abfolge im Untersuchungsgericht, vor allem auch mit diesen Bekennen von Jesus vor dem Vater, ja, mit diesem weißen Gewand aus Achaia Kapitel 3. Und das wollen wir uns heute einfach nochmal ein bisschen anschauen, nochmal ein paar Sachen in Erinnerung rufen und auch ein paar neue Gedanken betrachten. Und dass das dann hoffentlich deutlicher und klarer wird. Okay, gehen wir zuerst einmal zu Römer Kapitel 10. Römer 10. Und da lässt uns Paulus ein wichtiges Prinzip wissen. Römer 10. Und dann werden wir die Verse 9 bis 10 dort lesen. Da sagt Paulus folgendes, Römer 10, Verse 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Vers 11 noch, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Okay, also wie können wir gerettet werden? Was müssen wir machen? Christus bekennen und im Herzen glauben. Genau, wir müssen Christus bekennen und im Herzen glauben, und im Herzen müssen wir an was glauben? Die Verheißung. Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Genau, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Okay. Warum? Warum müssen wir ausgerechnet daran glauben? Weil er uns von den Toten auferwecken kann. Genau, weil auch er folglich uns von den Toten auferwecken kann. Ja. Weil er unser Vorbild ist. Gehen wir mal, halt im Finger ruhig in Römer, gehen wir mal zu 1. Korinther 15. Mhm. 1. Korinther 15. Mhm. Und dann ab Vers 12. Okay. Da steht: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wo ist er auferstanden? Aus den Toten, okay, also selbe Gedanke. Wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Okay. Dann sind auch die in Christus entschlafen verloren. Also, womit geht das also einher?
dieser Glaube an die Auferstehung Christi. Okay, viele Antworten auf einmal, das ist gut. Aber einen nach dem anderen. Manuela, du kannst anfangen, weil du hier direkt vorne sitzt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Okay, Christian? Vers 17, dass man die Sünde behält. Richtig. Und was sonst noch? Naja, wenn die Toten wieder verweckt worden sind, dann haben wir auch keine Hoffnung. Genau. Ja. Also letztendlich, weil Christus auferweckt worden ist, sagt Paulus hier, werden auch wir auferweckt werden. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist unser Glaube. Und wenn das nicht so wäre, was wäre dann mit unserem Glauben? Das sagt er hier. Nichtig. Wäre nichtig. Okay. So, und wenn wir jetzt zurückgehen zu Römer 10. Lesen wir nochmal Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Okay. Also, wann ist der Punkt gekommen, wo du glauben musst, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat? Genau, an dem Test. Ja. Und warum? Wo in dem Test und warum? Ja, weil du ja den Tod ins Angesicht blicken wirst, dann musst du ja glauben. Genau, ja. In dem Moment, wo du mit dem Tod konfrontiert wirst, musst du glauben, dass Gott Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist ja mit Isaak genauso. Ganz genau, ja. Weil nur dann kannst du auch wirklich glauben, dass er auch dich aus den Toten auferwecken wird. Und deswegen bist du bereit, in den Tod zu gehen. Okay. Und du hast jetzt Isaak erwähnt. Okay, gehen wir mal zu Hebräer Kapitel 11. Das ist genau der Punkt. Hebräer 11. Und lesen wir die Verse 17 bis 19. Hebräer 11, Verse 17 bis 19. Es steht, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden ist, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Also welchen Glauben hat Abraham gehabt? Die Auferstehung aus den Toten. Genau, die Auferstehung aus den Toten. Ja. Also er hatte diesen Glauben gehabt und deswegen ist er gerettet worden. Und wir sehen also hier in Römer 10, wir müssen also bekennen, richtig? Und wir müssen an die Auferstehung der Toten glauben. Das ist auch, was Stephanus gemacht hat. Er hat gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Mhm. Er hat geglaubt. Richtig. Okay. So. Deswegen sehen wir ganz klar, ja, also, und was hat Paulus gesagt, was wird dann das Resultat davon sein? In Römer 10? Gerettet. Dann werden wir gerettet. Okay. Also wenn wir das haben, das plus das, ist gleich gerettet. Okay. Deswegen sehen wir ganz klar, um gerettet zu werden, müssen wir mit diesem Tod konfrontiert werden. Okay. Das wird unser finaler Test sein. Den müssen wir bestehen. Indem wir bekennen und an die Auferstehung der Toten glauben. Und dann kann der Herr uns retten. Okay. Gehen wir jetzt zu Lukas 12, um das noch weiter zu bestätigen. Denn auch dort spricht jetzt Jesus von diesem furchtlosen Bekenntnis. Und auch hier wird das jetzt in den Kontext setzen, von, dass du mit dem Tod konfrontiert wirst. Lukas 12. Und lesen wir dann die Verse 4 bis 12. Okay.
sagt hier, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Also wen sollen wir nicht fürchten? Den Leib töten. Genau. Und wer kann den Leib töten? Satan oder die Staatsmacht, richtig? Und seine Helfer. Richtig. Ja. Also die Staatsmacht ist die Macht, die Satan benutzen wird, um den Leib zu töten. Ja. Also sehen wir ganz klar, es ist also im Kontext, du kommst mit dem Tod ins Angesicht und Jesus sagt letztendlich, fürchte die nicht, die du jetzt hier sehen kannst, sondern fürchte Gott in dieser Situation. Und jetzt möchte uns Mut zusprechen, dass wenn wir in diese Situation kommen, ja, wo wir wählen müssen, wen wir jetzt fürchten sollen, sagt er uns in Vers 6, verkauft man nicht 5 Sperlinge und 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Okay, also er sagt letztendlich, Gott hat alles in Kontrolle. Ja. Und er spricht ja hier zum Beispiel in Vers 7, dass auch die Haare unseres Hauptes alle gezählt sind. Ja, welche andere Geschichte kommt da in den Sinn? Daniel. Genau, Daniels Freunde, richtig? Und auch wenn wir mal hier den Finger nochmal in Lukas 12 halten und zu Lukas 21 gehen. Und lesen wir ab Vers 12. Da steht, vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Also das ist jetzt, wo wir ausgeliefert werden, richtig? Und wenn wir mit der Staatsmacht konfrontiert werden, dann beginnt das, wo wir mit dem Tod ins Angesicht kommen. Ja. Wir wissen, ja, zweimal werden wir vorgeführt, ja, beim ersten Mal sehen wir aber schon mit dem Tod konfrontiert. Wir bitten noch um Zeit und am Ende müssen wir sozusagen die finale Entscheidung dann tätigen. Ja. Okay, lesen wir weiter, Vers 13. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Ja, wir müssen Christus also bekennen. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten. Also womit kommen wir in Konfrontation? Mit dem Tod. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen, doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Also da sieht man wieder das mit dem Haar. Deswegen sieht man es eine direkte Verbindung mit Daniel 3, mit den Freunden, aber auch mit Lukas 12, was wir gerade gelesen haben. Stimmt's? Gehen wir zurück zu Lukas 12. Da sagt er in Vers 7, dass alle Haare auf eurem Haupt gezählt sind und dass der Herr auf die Sperlinge Acht gibt. Deswegen ist genau dieselbe Situation, wenn du ausgeliefert wirst und du jetzt mit dem Tod konfrontiert bist. Okay. Vers 8. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Also in welchem Kontext setzt Christus jetzt dieses Bekenntnis hier? Wenn du ausgeliefert wirst und mit dem Tod konfrontiert wirst. Ja. Und deswegen haben wir in Römer ja gelesen, dass du Christus bekennen sollst, richtig? Und du musst dann aber auch gleichzeitig an die Auferstehung glauben. Ja, weil wenn du mit dem Tod konfrontiert bist und nicht an die Auferstehung glaubst, dann wirst du fallen. Warum soll ich mein Leben opfern? Ja, ich habe doch nur das eine Leben. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es also dieses finale Bekenntnis, was du ablegen musst, wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst. Aber wenn du dieses finale Bekenntnis ablegst, dann wird der Herr dich auch retten. Okay? Und vor wem wird er dich bekennen? Was sagt es hier?
vor den Engeln Gottes. Okay? Also wenn du ihn bekennst vor den Menschen, wird er dich vor den Engeln Gottes bekennen. Wenn du ihn verleugnest vor den Menschen, wird er dich auch vor den Engeln Gottes verleugnen. Dann halt den Finger hier, Lukas, gehen wir zu Matthäus 10. Das ist genau dieselbe Szenario, einfach nur von Matthäus erzählt. Lesen wir Vers 17. Bis Vers 18. Oder bis Vers 19. Steht hier, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Also genau dieselbe Szenario, richtig? Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und dann spricht er weiter und gehen wir runter zu Vers 30 oder ab Vers 28. 28 bis 33. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also genau dasselbe wie in Lukas 12. Ne? Und er setzt das hier im Kontext, dass du ausgeliefert worden bist. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Also auch jetzt bringt er hier wieder die Sperlinge ins Spiel. Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Also auch hier sehen wir, die Haare werden erwähnt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als Sperlinge, als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Okay, also Matthäus sagt jetzt, wenn wir Christus bekennen, er wird uns dann vor wem bekennen? Vor dem Vater. Und in Lukas hat es gesagt, vor den Engeln. Okay, also wie müssen wir studieren? Linie auf Linie, wir müssen alles zusammenbringen, richtig? Also, wenn wir Jesus vor den Menschen bekennen, dann wird Jesus uns vor wem bekennen? Vor dem Vater und vor den Engeln. Ja, vorbei. Okay, also, wenn wir Christus bekennen dann, und den Glauben an die Auferstehung haben, werden wir gerettet werden, weil Christus wird uns bekennen. Vor dem Vater und dem Engel. Okay. Soweit kann jeder folgen. An sich ganz simpel. Ne? Okay. Und gehen wir vielleicht nochmal zurück zu Lukas 12. Einfach noch diesen Gedanken abzuschließen. Lukas 12. Dann lesen wir nochmal ab Vers 8. Lesen wir Verse 8 bis 10. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Also was bringt er hier noch mit in den Zusammenhang? Den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, aber inwiefern? Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Okay. Also, wenn du Jesus nicht bekennst, welche Sünde begehst du folglich? Gegen den Heiligen Geist. Und was ist dann mit dir? Dann bist du verloren. Okay. Es hängt also alles ab von diesem Bekenntnis, von diesem finalen Bekenntnis. Entweder wirst du dadurch gerettet werden, und wenn du es aber nicht tust, wenn du Jesus dann verleugnest, dann gehst du leider verloren. Okay. Weil wir haben ja gesehen,
Es geht dann darum, durch dein Bekenntnis kann Christus dich dann bekennen, durch deine Verleugnung kann Christus dich nicht bekennen und muss dich leider auch verleugnen. Okay. Und das müssen wir verstehen, denn was ist unsere Gerechtigkeit vor dem Vater? Christus. Ja, seine Gerechtigkeit, richtig? Also er muss uns mit seinem Gewand bekleiden, denn ansonsten haben wir keine Möglichkeit, ja, vor dem Vater zu bestehen, wenn er das Urteil über uns fällt. Okay. Deswegen, wir sehen folglich, wenn wir bekennen, wird Christus uns bekennen. Und wenn wir verleugnen, wird Christus uns verleugnen. Deswegen, was findet dann folglich statt im Himmel? Genau, da wird dann das finale Urteil gefällt werden, richtig? Ja. Abhängig von dem Bekenntnis oder dem Nichtbekenntnis werden wir gerettet werden oder verloren. Es ist also das Urteil, was dann gefällt wird, abhängig davon, ob Christus uns bekennen kann oder nicht. Ja. Das ist dann, wo der Vater das Urteil fällen wird. Entweder, wenn Jesus uns bekennt, dann wird er uns ja in seine Gewänder hüllen, richtig? Und uns so präsentieren. Oder er kann uns nicht in seine Gewänder hüllen. Und dann kann der Vater uns auch nicht gerecht sprechen, ja, weil wir nicht die Gerechtigkeit Jesu anhaben. Ja. Und das ist ganz klar. Okay? Deswegen, das Urteil kann erst also danach gefällt werden, nach diesem finalen Test. Und nur, wenn wir also in den weißen Gewändern Jesu Christi gehüllt sind. Lass uns das nachschauen nochmal. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 3. Deswegen, der Vater muss also folglich auf diese Gewänder, auf das Gewand ganz am Ende schauen. Ja. Das ist, was dein Fall entscheiden wird. Offenbarung 3, Vers 5. Da steht, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Okay. Also, damit Jesus all das für uns machen kann, was müssen wir machen? Wir müssen überwinden. Okay. Also, wenn wir überwinden, dann werden wir mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor wem? Vor dem Vater und den Engeln. Ja. Deswegen, wir sehen folglich, wir überwinden, indem wir dieses Bekenntnis ablegen, dann kann Jesus dieses Bekenntnis für uns ablegen. Ja. Und dann sagt er aber auch, wenn wir überwinden, wenn wir das Bekenntnis ablegen, was wird er uns geben? Weiße Kleider. Richtig? So. Er gibt uns die weißen Kleider und dann bekennt er uns vor dem Vater und den Engeln. Okay? Er kann uns nicht mit irgendeinem anderen Gewand bekennen. Er gibt uns das Gewand und dann bekennt er uns. Und präsentiert uns vor dem Vater und den Engeln. Und die Konsequenz wird sein, was wird mit unserem Namen nicht passieren? Wird nicht ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens, ja, sondern es wird da stehen bleiben. Okay? Okay. Es sagt hier, wer überwindet, richtig? Und das haben wir uns auch in den letzten Tagen immer wieder angeschaut. Gehen wir zu Offenbarung 12, wie wir überwinden. Und das ist dann in totalem Einklang mit dem, was wir bisher uns angeschaut haben. Offenbarung 12. Denn wen müssen wir hier auf Erden überwinden? Satan. Satan, richtig? Und Satan, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Wenn Jesus das Leben ist, wer ist Satan? Der Tod. Der Tod, ja. Also wenn wir den Tod überwinden, überwinden wir Satan damit. Ja. Okay. Tod, Wust, ein Stachel. Richtig. Ja. Tod, Wust, ein Stachel. Richtig. Ja. Und vielleicht einfach noch, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, haltet den Finger hier in Offenbarung 12, gehen wir zu Hebräer Kapitel 2. Und lesen wir Verse 14 bis 15. Hebräer 2, Verse 14 bis 15.
steht: Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Okay, wenn wir Todesfurcht haben, in welchem Zustand sind wir? Knechtschaft. Knechtschaft, okay. Ja. Aber wenn wir den Tod überwinden, was sind wir dann? Genau, wir sind Söhne geworden, richtig? Wir sind befreit worden. Ja, seht ihr den Zusammenhang zwischen Galater 4 und dieser Darstellung? Okay. Also sieht man ganz klar, ja, die Galater 4-Erfahrung führt uns zu dem Punkt, wo der Herr uns mit dem Tod konfrontiert. Und dann müssen wir das Bekenntnis ablegen, sodass er uns dann freisetzen kann. Ja, und wir dann letztendlich nicht mehr Knechte sind, nicht mehr in Knechtschaft sind, sondern den Tod überwunden haben. Okay? Gut, gehen wir zurück zur Offenbarung 12. Und da spricht es dann über den Teufel. Lesen wir ab Vers 9 bis Vers 11. Steht: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Historisch gesehen, wann ist Satan hinabgeworfen worden? Im Kreuz. Im Kreuz, ne? Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ja. Und das ist eine Parallele zu geschehen. Es ist geschehen. Ja. Also hier unter der siebten Plage ergeht ja dann der Ausruf, es ist geschehen. Also Satan wird hier hinuntergeworfen. Richtig? Okay. Eigentlich ist er schon vorher einmal rausgeworfen worden. Noch vorher. Ja, richtig. Also damals im Kampf im Himmel. Genau. Richtig? Das ist hier in Vers 8 beschrieben. Mhm. Vers 7 und 8. Aber Satan hat ja wieder Zugang bekommen zum Himmel. Stimmt's? Ja. Ja, weil Adam ja gesündigt hat. Mhm. Adam war der Stellvertreter der Erde. Und an sich hätte Adam deswegen Anteil gehabt an den himmlischen Ratssitzungen. Aber weil Adam jetzt gesündigt hat, hat Satan die Position, die Position dann bekommen. Und so hat Satan wieder als Stellvertreter der Erde Zugang bekommen zum Himmel. Das wusste ich nicht. Und wo finden wir diese Geschichte zum Beispiel? Ja. Hier, genau. Ja, die ganzen Söhne Gottes haben sich ja da versammelt in dieser Ratssitzung und Satan kam unter sich. Das stimmt. Ja. Aber er war nicht. Sagen. Das heißt, er wurde aber vorher schon eigentlich rausgeschmissen. Das war mir nicht klar. Ja, das stimmt. Er wurde ja gefragt, was tust du hier oder so ähnlich, ne? Ja. Mhm. So als wäre er nicht eingeladen gewesen. Genau. Ja, ich meine, er ist nicht willkommen. Ne? Ich meine, wenn er als Vertreter der Erde quasi ein Anrecht hat. Ja, in Wirklichkeit hat er ja kein Anrecht. Ja. Das gehört ihm nicht. Ja, er hat sich widerrechtlich angehalten. Okay. Ja. Lesen wir mal Verse 7 und 8 in Offenbarung 12, einfach nur um den Gedanken noch darzulegen. Also es steht: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Ja, das ist dann der Kampf damals im Himmel gewesen. Okay, also Michael ist ja Christus und der Drache Satan, die haben gekämpft. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Ja, das ist. Ursprünglich sind sie hinausgestoßen worden. Und dann Vers 9, ja, wird es wieder beschrieben, wie Satan hinausgestoßen wird, aber dann am Kreuz. Und es ist letztendlich, ja, was müssen wir machen mit den beiden Geschichten? Zusammenbringen. Ja, Linie auf Linie stellt das dasselbe dar. Denn bevor Satan aus dem Himmel hinausgestoßen worden ist, was hat er angezettelt? Genau, die Verschwörung und dann die Rebellion. Ja. Und was steht, das war ja die erste Rebellion, richtig? Und Gott zeigt das Ende vom Anfang ab. Deswegen, was gibt es für eine Rebellion hier am Ende? Der Omega-Fall. Omega bedeutet Ende, richtig, letzte. Ja. Der Omega-Abfall ist also vorausgeschattet durch den Alpha-Abfall, der erste Abfall damals im Himmel. Okay. Und wir wissen ja, hier ab dem Finaltest wird dieser Omega-Abfall auftreten.
Und sie dürfen rebellieren, bis Christus sagt, es ist geschehen. Richtig? Und dann wird Satan hinausgestoßen. Warum lässt denn Gott überhaupt diese Rebellion zu? Auf Vorbild von den Engeln, was wir gemacht haben. Genau, damit letztendlich alle müssen ihre Wahl treffen, richtig? Ja, deswegen die Treuen, was wird das für eine Zeit werden für die Treuen? Trübsal, ja. Du wirst wie Jesaja und Hesekiel Tag und Nacht weinen und klagen. Okay. Aber Gott lässt das ja zu, um dich zu reinigen dann. Und wenn er dieses Reinigungswerk abgeschlossen hat, ist dann doch irgendwie eine Notwendigkeit, dass diese Rebellion weitergehen darf? Nein. Okay, deswegen Gott benutzt das einfach nur, um sein Volk damit zu reinigen. Aber sobald das abgeschlossen ist, dann ist kein Nutzen mehr da und dann beendet er das auch. Okay. Okay. Also Satan wird hinausgeworfen. Okay. Und lass uns jetzt weiterlesen. Also wir haben Vers 9 gelesen, wo er hinausgeworfen worden ist, und jetzt Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Ja, also bevor er hinausgestoßen worden ist, was hat Satan gemacht? Tag und Nacht verklagt. Okay, also das ist dann hier Tag. Dieser Vers bekommt jetzt ganz eine andere Bedeutung. Mhm. Weißt du, das ist nicht nur in Zukunft irgendwann, sondern das ist dann, wenn wir einfach lebendig werden. Richtig. Und das ist ja. Das ist unglaublich. Das ist ja der Sinn und Zweck der gegenwärtigen Wahrheit, ja, wie man dann die Sachen auf einmal versteht für unsere Zeit. Und deswegen, wir sind kurz davor, diese Erfahrung zu machen. Das ist die Vollmacht, von dem die auch damals verstanden haben von Jesus. Sie haben gesagt, er predigt mit Vollmacht. Mhm. Genau. Aber ja, die Vollmacht, die werden wir halt natürlich da bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ja, der Herr zeigt uns jetzt, was alles auf uns zukommt. Und deswegen, es wird welche hier geben, die also Satans Rolle hier erfüllen. Und es wird welche geben, die zum Beispiel Jesajas oder Hesekiels Rolle erfüllen. Mhm. Okay? Wir spielen alle Rollen in diesem ganzen Konflikt. Okay. Und was hat denn, also Satan verklagt Tag und Nacht, und was hat Hesekiel gemacht? Er hat geklagt Tag und Nacht, richtig? Also gibt es zwei verschiedene Werke von Tag und Nacht hier. Okay. Und wir müssen also sicherstellen, dass wir nicht Teil derjenigen sind, die Satans Werke tun. Ja. Deswegen, wir müssen jetzt unser Herz schon überprüfen. Da bin ich ein Verkläger der Brüder. Ja, entwickle ich diesen Geist, entwickle ich diese Attribute in mir? Ja, bin ich jemand, der, sag ich mal, die Fehler der anderen blickt und dann, sag ich mal, hinter dem Rücken sagt, guck mal, hast du das gesehen und das gesehen? Ja, oder wie kann diese Person nur und so weiter? Oder lernt man langmütig, barmherzig zu sein, vergebungsbereit zu sein, nicht den Splitter im Auge des Bruders zu suchen, sondern den Balken im eigenen Auge. Ja. Und zu erkennen, dass man selbst ein Zöllner ist und nicht dann wieder Pharisäer ist. Deswegen, das ist wichtig. Wir bereiten uns jetzt vor, und hier werden dann zwei Klassen letztendlich anfangen, ihr Werk zu tun. Okay. Und wenn wir uns auf die Rolle Hesekiels vorbereiten, ja, dann sind wir dabei, in dem Sinne weh zu klagen über die Gräuel. Wo steht das, dass er dann nachgebetet hat? Hesekiel? Mhm. Das war ein Zitat von Ellen White, ich kann das kurz raussuchen. Ich werde es einfach in Englisch dann posten. Mhm. Das ist im 5. Band der Zeugnisse. Und dann
752.1. Ich poste das mal hier in die Gruppe. Da steht, this vision, und sie spricht hier über Ezekiel 1, this vision was given to Ezekiel at a time when his mind was filled with gloomy forebodings. Was heißt das? Also sein Verstand war mit, also mit dunklen Vorahnungen gefüllt. Okay. He saw the land of his fathers lying desolate. The city that was once full of people was no longer inhabited. The voice of mirth and the song of praise were no more heard within her walls. The prophet himself was a stranger in a strange land, where boundless ambition and savage cruelty reigned supreme. That which he saw and heard of human tyranny and wrong distressed his soul, and he mourned bitterly day and night. Okay, also da sieht man. Deswegen, wenn du hier auf der richtigen Seite bist, dann wirst du erstmal eine Zeit der Entmutigung haben. Es wird keine schöne Erfahrung sein. Okay. Und diejenigen, die aber dann hier die Verkläger der Brüder sein werden, die werden erstmal scheinbar triumphieren. Denen wird es scheinbar gut gehen und die werden, die meisten Leute werden sich ihnen anschließen und so weiter und so fort. Und alles scheint so, als ob es auseinanderbrechen würde. Dass alles umsonst war und all solche Sachen. Okay. Aber wir müssen treu bleiben. Ja, wir müssen standhaft bleiben und durchgehen. Okay. Also haben wir diese zwei Werke, Tag und Nacht, verklagt Satan oder seine Diener hier und Tag und Nacht weinen Gottes treues Volk. Okay. Über die Gräuel, die im eigenen Herzen sind, aber auch unter Gottes Volk sich manifestieren. Okay. Gut, gehen wir zur Offenbarung 12. Also lesen wir nochmal Vers 10 und dann Vers 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht gediebt bis in den Tod. Okay. Also wir sehen, wir überwinden durch das Wort unseres Zeugnisses, das ist dann das Bekenntnis, richtig? Und dass du dein Leben nicht liebst bis in den Tod. Das ist, dass du glaubst an die Auferstehung. Okay. Und so überwindest du Satan, so überwindest du den Tod. Und dann kann Jesus sagen, okay, du hast mich jetzt bekannt, du hast dein Leben nicht geliebt bis in den Tod, du hast das Zeugnis gegeben, jetzt bekenne ich dich auch. Ja. Und wenn er dich bekennt, dann wird dein Name nicht ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens. Okay. Und Christus bekennt dich natürlich nur, wenn er dir zuvor das weiße Gewand angezogen hat. Ja. Okay. Gehen wir. Kann jeder soweit folgen? Mhm. Okay. Gehen wir jetzt zu Malachi Kapitel 3. Malachi 3, und da werden wir die Verse 1 bis 4 lesen. Okay. Und wir verstehen ja, dass wir zeichnen das ja immer hier so auf. Ganz am Schluss haben wir hier diesen finalen Test, wo wir mit dem Tod konfrontiert werden. Richtig? Und das haben wir auch parallel gesetzt mit dem dreimal heilig aus Jesaja 6. Stimmt's? Okay. Gehen wir jetzt zu Malachi 3 und lesen wir die Verse 1 bis 4. Und wie war das nochmal mit Jesaja, er stand ja dort an der Säulenhalle. Und was ist dann passiert?
Der Vorhang wurde hochgehoben, richtig? Und was sagt Ellen White, wie wurde der Vorhang hochgehoben? Plötzlich. Plötzlich, okay. Also beginnt hier mit plötzlich. Und was war zum Beispiel mit Paulus oder Saulus? Auch plötzlich, richtig? Ja, und dann war er 3 Tage und hat seine Sünden bekannt und so weiter. Ja, und zwar auch zu Mittag. Stimmt's? Okay. Gehen wir zu Malachi 3 und lesen wir ab Vers 1 bis Vers 4. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich, wie? Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Ja, und ich möchte darlegen, dass es plötzlich hier ist, okay, wo jetzt der Herr kommt. Und was macht er, wenn er plötzlich jetzt kommt? Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem den Herrn wohlgefallen wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Also was wird der Herr hier tun, wenn er jetzt plötzlich zu seinem Tempel kommt? Genau, Gottes Volk reinigen. Und zwar wie? Feuer. Mit Feuer. Stimmt's? Okay, also das ist dann Feuer. Ja, und es ist also ein Werk der Reinigung. Nein. Um was dann letztendlich zu erwirken? Reinigungsgold. Genau, alle Schlacken müssen raus, richtig? Gehen wir mal, halte den Finger hier. Gehen wir zu Psalm 12. Kommen gleich wieder zurück zu Malachi. Psalm 12. Lesen wir Vers 7. Vers 7 reicht aus. Steht, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenen Tiegeln geschmolzenes Silber, 7-mal geläutert. Also damit Gottes Wort gereinigt oder rein ist, wie ist es geläutert worden? 7-mal. Okay. Und was war mit den Hebräern in Daniel 3? 7-mal heißer. 7-mal heißer, richtig? Also haben wir hier diesen Feuerofen, der 7-mal heißer gemacht ist, wenn du mit dem Tod ins Angesicht kommst, richtig? Und das führt nach Malachi 3, Vers 3 und 4, wozu? Lesen wir nochmal. Malachi 3, Verse 3 bis 4. Steht, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Also hier sehen wir dieses Reinigungswerk. Und was ist das Resultat? Opfergaben darbringen. Genau. Das hier ist das perfekte Opfer. Da sehen sie das perfekte Opfer, richtig? Okay. Nachdem du 7-mal gereinigt worden bist, bist du dann das perfekte Opfer. Okay. Ja, was präsentiert Jesus, dem Vater? Ein perfektes Opfer oder ein perfektes Opfer? Natürlich ein perfektes. Was mussten denn die Opfer immer im Alten Testament sein? Perfekte. Ohne Makel. Okay. So. Wenn wir jetzt noch die Geschichte von Jesaja reinbringen. Heilig, heilig, heilig. Und was hat er am Ende gemacht? Weh ist mir? Ich vergehe, richtig? Denn was hat er über sich noch gesehen? Das verborgene Böse, richtig? Und das musst du ja noch bekennen.
Solange das verborgene Böse noch drin war, war er dann ein perfektes Opfer? Nein. Okay. Deswegen, ganz am Ende, ja, wenn du das letzte Bekenntnis abgelegt hast, dann wird dich der Herr präsentieren vor dem Vater und zeigen, hier, okay, das ist jetzt das perfekte Opfer. Okay. Und dann kann der Vater letztendlich dich gerecht sprechen. Lass uns das auch noch weiter anschauen. Gehen wir dazu zu Epheser Kapitel 5. Ja, da sehen wir dasselbe Prinzip, nur jetzt nicht mit Feuer, sondern mit Wasser. Epheser 5. Epheser 5, Verse 25 bis 27. Steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also wann heiligt er sie? Nach der Reinigung. Nach der Reinigung. Okay. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Okay, also wenn sie heilig und tadellos ist, was für ein Opfer ist sie? Perfektes. Das perfekte Opfer. Okay, deswegen, bevor das perfekte Opfer kommt, was tut er? Reinigen. Er reinigt dich. Okay, und hier in Epheser sagt es nicht mit Feuer, sondern mit Wasser. Okay, also haben wir hier eine Reinigung mit Feuer und mit Wasser. Und was hat Bruder Mark euch gezeigt? Fußwaschung, richtig? Ja, denn was haben wir gelesen? Wenn Christus uns die Füße wäscht, was werden wir dann letztendlich anfangen zu sehen? Das sind wir unsere Sünden. Genau, wir werden die Sünde sehen wie, was sagt er heute? Genau, wie Gott sie sieht, richtig? Und wenn wir die Sünde sehen, wie Gott sie sieht, was sehen wir dann folglich? Die Sündhaftigkeit der Sünde. Okay. Und was sagt Ellen White? Wann können wir eigentlich erst wirklich wahre Buße tun? Wann findet eine wirkliche Herzensabkehr von Sünde statt? Wenn wir die Sündhaftigkeit der Sünde sehen. Okay. Und deswegen sagt er Jesaja ganz am Ende, er schaut die Herrlichkeit Gottes und am Ende ist er, sieht er die völlige Sündhaftigkeit der Sünde. Und was passiert mit ihm? Er stirbt und steht wieder auf zum neuen Leben. Okay. Das ist die Neugeburt. Okay, das ist die Taufe, richtig? Okay. Das ist das perfekte Opfer. Und wenn du das perfekte Opfer bist, was kann Christus dann machen mit dir? Er kann dich präsentieren und senden. Okay. Ja. Aber es muss noch dieses Reinigungswerk geschehen. Und wir sehen, also bis ganz zum Schluss gibt es etwas, was Gott immer noch reinigen muss in dir. Okay. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Werk der Reinigung geht bis zum allerletzten Moment. Ja. Wir müssen also im Test immer ganz bis zum Ende ausharren. Denn Jesus sagt, wer bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Du kannst nicht 99% gehen und denken, du bist schon das perfekte Opfer. Nein, ganz zum Schluss. Okay. Gut. Gehen wir, und wir lesen auch hier in Epheser, ja, wenn du ohne Makel bist, wie bist du dann auch? In Vers 27. Da steht, damit er sie heilige, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also du bist jetzt wie? Heilig und tadellos. Genau. Ja, also wenn du das perfekte Opfer bist, dann bist du heilig plus tadellos. Okay, also ja, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Davor hat er dich noch nicht zu Ende gereinigt. Wir müssen bis zum Ende aushalten. Okay, gehen wir jetzt zum Judasbrief.
lesen dann die Verse 24 bis 25. Judas, ich habe nur ein Kapitel dort, und dann Verse 24 bis 25. Steht: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Okay, im Englischen ist das noch, denke ich, ein bisschen besser übersetzt. Also im Deutschen steht hier: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Und vor dem Fallen. Genau, im Englischen steht: Keep you from falling. Okay, der dich also vor dem Fallen bewahren kann. Und wo könntest du fallen? Ja, beim Test, richtig? Also wenn du hier in den finalen Test kommst, wenn du da wegfällst, dann war es das. Ja. Aber was sagt er hier? Er kann dich bewahren vor dem Fallen. Und was macht er dann, wenn er dich bewahrt hat vor dem Fallen? Dann stellt er dich vor den Fall. Genau, dann präsentiert er dich. Okay. Also, sehen wir hier, du musst also auch folglich durch den Test gehen und am Ende wird er dich dann präsentieren. Ja? Okay. Also hier. Fällt siebenmal. Und steht wieder auf. Ja, aber hier kannst du nicht fallen. Ja. Also hier muss der Herr dich ja vor dem Fallen bewahren. Mhm. Okay. Christus präsentiert dich dann. Das ist ein anderes Fallen, oder? Was kommt jetzt? Reinbringt. Das siebenmal Fallen und wieder aufstehen. Ja, das muss halt davor. Ja, vor dem Finaltest sein. Das sind eben also stolper Steine und das andere ist dieser Abfall, also dieser ultimative. Genau, also letztendlich in dem Test hier, sobald du in den Test kommst, kannst du nicht fallen. Ja. Weil da musst du ja gerade demonstrieren, dass Christus dich aufrecht hält. Ja. Okay. Also hier, Christus präsentiert dich. Wenn du dieses perfekte Opfer geworden bist, ja, wenn er dich jetzt entkleiden kann mit seiner Gerechtigkeit. Okay, nachdem du, wie Jesaja, das finale Bekenntnis abgelegt hast. Okay. Und das ist ja nur ganz logisch, weil Mark hat uns gestern die Frage gestellt. Ja, wenn du jetzt ein reines Gewand anhast und Gott zeigt dir wieder eine Sünde auf, die du nicht wusstest, wie bist du dann? Ja, du bist nackt. Ja, du bist jetzt auf einmal wieder mit einem schmutzigen Gewand und musst die Sünde erstmal bekennen. Okay? Deswegen, Christus kann dich also folglich erst vor dem Vater bringen, wenn du alles bekannt hast, was du bekennen konntest. Ja. Und dann kann er dir dieses letzte Gewand geben und dich vor dem Vater bringen. Gestern war auch und dann kann der Vater letztendlich dich beurteilen. Gestern war ein interessanter Gedanke in diesem ganzen Chatting, der, und zwar, dass eben dieses Gewand eigentlich genau dasselbe ist, was eben auch Adam und Eva bekommen haben. Nein? Das haben sie ja verloren. Mhm. Ja, aber sozusagen wir können es wieder gewinnen. Wir bekommen es dann auch. Du meinst, was sie hatten zum ja, Anfang? Ja, genau. Ja, ich meine letztendlich, okay, ja, du wirst in dem Sinne in den Ausgangszustand zurückversetzt. Ja. Aber man kann nicht sagen, weil das Argument, was gestern gemacht worden ist, dass Adam und Eva in dem Test dieses Gewand anhatten, was Sacharja 3 ist das Gewand beschreibt. Ja, nein, nicht. Sozusagen sehe ich es nicht. Nein, sozusagen, wir können dieses Gewand wieder bekommen. Ja. Also am Schluss auch. Ja, also ich meine, wenn wir halt sozusagen diese zweite Geburt haben und Sünden vollständig ausgetilgt sind, dann haben wir wieder ein Gewand der Gerechtigkeit an, was wir nie verlieren werden, aber wir sind in dem Sinne in denselben Ausgangszustand zurückversetzt worden, aber wir sind. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, dass das dasselbe Gewand ist, weil sie konnten ihr Gewand verlieren. Ich meine, rein theoretisch, wir können dann unser auch noch verlieren, ja. Aber, ja. Also wenn du das so meinst, dass du in den Ausgangszustand zurückversetzt wirst, dann kann man damit zustimmen. Aber mit dem Argument, was gestern gemacht worden ist, das war falsch. Mhm.
Das ist wichtig, weil Adam und Eva sind mit dem Gewand zum Test gekommen und sie haben es verloren. Das war nicht dasselbe Gewand, was du am Ende des Tests bekommst, wo der Vater dich dann mit präsentiert. Und das ist wichtig zu verstehen. Okay. Gut, konnte jeder soweit folgen? Ja? Okay, also wir sehen ganz klar, ja, dass du also mit dem Tod konfrontiert werden musst. Du musst diesen Test haben. Ja, du musst durch diesen Test hindurchgehen. Du musst in diesem Test Christus bekennen und an die Auferstehung der Toten glauben. Und dann kann Christus dich letztendlich, indem er dich dann durch diesen Test reinigt, als perfektes Opfer präsentieren. Dann wird er dich nämlich bekennen vor dem Vater und den Engeln. Und wenn er das macht, dann bleibt dein Name im Lebensbuch drin. Okay. Okay. Und das sind alles jetzt letztendlich Darstellungen, die wir studieren. Und in unserer Zeit, wir sind ja nicht wirklich im Untersuchungsgericht an den Lebenden. Ja. Das hat Mark uns ja gestern gezeigt. Erinnert ihr euch mit den drei Phasen? Ja. Ja, wir sollen das nicht vermischen. Okay. Deswegen, in unserer Zeit, unser Name steht noch nicht wirklich im Buch des Lebens drin. Ja, also höchstens per Verheißung, aber deswegen, hier wird unser Name erstmal in Wirklichkeit richtig reingeschrieben, wenn wir diese Bekehrungserfahrung haben, diese Geburtserfahrung. Ja, wo wie bei Jesaja unser alter Mensch stirbt und der neue Mensch aufersteht zum Leben. Okay. Dann sind wir nicht mehr länger Knechte der Sünde, sondern Diener Gottes geworden, richtig? Jetzt sind wir Diener Gottes per Verheißung in dem Sinne. Okay, aber wir sind noch nicht, so wie Samuel. Ja, wir kennen den Herrn noch nicht. Okay. Aber wir sind noch nicht wirklich in den Dienst eingetreten. Ja, denn was war denn zum Beispiel mit Petrus? Gehen wir mal zu Lukas 5. Das ist genauso wie Samuel. Ja, Samuel hat schon dann die Verheißung gehabt, aber erst als er den Herrn gekannt hat, ist er in den Dienst gerufen worden. Dann steht doch jetzt, von den jetzt Lebenden steht da noch keiner im Lebensbuch. Also richtig. Richtig. Ja. Also höchstens per Verheißung. Ja, also in, ja. Am Werk. Genau. Ja. Irgendwo vorne gemerkt werden. Okay. Also zumindest, ich weiß nicht, inwiefern das inwiefern das jetzt für Leute gilt, die überhaupt gar nichts mit der gegenwärtigen Wahrheit zu tun haben. Ja. Ja. Weil ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt hier irgendwie sterben wird, deswegen auf jeden Fall verloren ist. Das glaube ich nicht. Ja, genau, das ist und es. Deswegen, ich verstehe das auch noch nicht völlig, inwiefern das zusammenzubringen ist. Aber ich bin mir sicher, es gibt welche, die sterben, die auch gerettet sind jetzt in dieser Zeit. Obwohl die gar nichts wussten quasi. Ja, aber in dem Sinne, aber sie sind auch, was weiß ich, irgendwann sagt, es gibt welche zum Beispiel unter den protestantischen Gemeinden. Ja. Die werden gerettet werden, aber sie sind Teil Babylons. Ja. Der Fitch ist ja auch vor dem Test, denke ich, gestorben. Ja, stimmt. Ja. Aber letztendlich, sie sind Teil Babylons und dennoch werden welche von denen gerettet werden. Okay. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie in dem Sinne Diener Gottes waren. Ja, sie waren in einer Art und Weise Diener Gottes, aber nicht in dem Sinne, wie die Bibel das meint. Okay? Und das ist was wir letztendlich anfangen müssen zu verstehen, was die Bibel eigentlich damit meint. Deswegen, die Bibel zeigt uns, wir sind in unserer Zeit, sind wir noch Knechte Satans, okay? Aber wir sind ja keine willentlichen Knechte Satans. Ja? Weil wir zur gleichen Zeit per Verheißung Diener Gottes sind. Okay? Deswegen müssen diese Dinge alle zusammenbringen. Ja, denn wir dienen ja nicht aktiv Satan. Ja, wir wollen ja Christus aktiv dienen. Stimmt's? Ja. Deswegen, es bedeutet einfach, dass der alte Mensch ist in uns noch nicht gestorben. Ja, die bösen Neigungen sind noch nicht in Unterwerfung. Ja. Und wir sind noch nicht heilig. Ja. Aber in dem Sinne, da haben wir noch nicht die Meister gewechselt. Aber wir sind dabei, die Meister zu wechseln. Gott gibt uns ja Gnade jeden Tag, um letztendlich nach den richtigen Prinzipien zu leben, obwohl unser Herz immer noch korrupt ist. Ja. Und das ist, was wir verstehen müssen, dass diese beiden Dinge
gehen Hand in Hand. Okay, wir müssen alle Darstellungen zusammennehmen. Ja, und deswegen, ich bin zum Beispiel, ich weiß, dass ich kein bewusster Diener Satans bin. Ja. Ich möchte Satan nicht dienen, aber ich weiß, ich diene ihm immer wieder unwillig. Ja. Ja, das ist die Römer 7-Erfahrung. Ja. Ja, wo du letztendlich den Meister wechseln willst, ja, aber du kannst ihn nicht einfach so ablegen. Ja. Ja. Und das ist ja letztendlich, was der Herr uns zeigen möchte. Wir müssen durch diese Erfahrung hindurchgehen. Wir müssen die Sündhaftigkeit der Sünde sehen, damit wir bereit sind, den Meister zu wechseln, damit wir bereit sind, Satan für alle Zeit lebewohl zu sagen. Ja. Ja. Und das ist, wo der Herr uns hinbringen möchte. Okay. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Okay, gehen wir zu Lukas 5. Lebewohl vielleicht nicht. Ja, zumindest, dass wir ihm absagen im Herzen, dass der Herr uns ein neues Herz geben kann. Und natürlich wird Satan weiter versuchen, wieder zurückzukommen. Auf jeden Fall. Ja. Und wir müssen standhaft bleiben. Bis zum Schluss. Lukas 5. Gehen wir zu Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir weg. Katha, das ist jetzt keine Zeit für dich. Da sagt er, genau, Vers 8, also als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht haben. Also was hat Petrus jetzt erkannt? Seine Sünde. Die Sündhaftigkeit der Sünde. Ja. Und Ellen White vergleicht die Erfahrung von Petrus mit der Erfahrung von Jesaja. Ja. Wo Jesaja auch jetzt die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und seine Sündhaftigkeit gesehen hat, seinen elenden Zustand. Ja. Deswegen, das ist dann ganz hier am Ende, wo du in den Staub gedemütigt wirst. Und was geht dann weiter? Vers 10. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Also, was hat Jesus jetzt mit ihnen gemacht? Gesandt. Ja. Hat sie jetzt zu Menschenfischern gemacht. Okay. Deswegen, da sieht man, erst dann sind sie völlig in den Dienst eingetreten für den Herrn. Ja, und auch daran sieht man, dass man es aber auch wieder verlieren kann. Ne? Mhm. Also ist ja noch nicht, Petrus hat ja später auch... Ja, okay. Das war die buchstäbliche Geschichte. Okay. Gut. Wir müssen das immer prophetisch... Alles klar. Darstellen. Das heißt aber, wo würde das prophetisch stehen? An welcher? Ja, das ist ja, welche Erfahrung ist das hier? Das ist die erste Geburt. Ja, das wäre die erste Geburt, richtig? Also wenn du in den Staub gedemütigt wirst und dann losgesandt wirst, um Menschen jetzt zu fischen, richtig? Also das dann hier. Wo wir quasi davor sind. Genau. Mhm. Ja, wo wir dann losgesandt werden und dann. Genau, Menschen fangen sollen. Und du hast aber recht, ja. Dann gibt es halt Geschichten, die dann zeigen, dass du es verlieren kannst. Zum Beispiel die Geschichte von Luzifer, richtig? Ja, Luzifer, du wirst ja hier dieser anointed Cherub, richtig? Der gesalbte Cherub. Du kriegst ja die Salbung mit dem Heiligen Geist. Und wirst einer der zwei Zeugen, richtig? Und Luzifer, was ist Luzifer? Der Lichtträger. Ja, und was mit ihm passiert? Ist gefallen. Und weswegen vor ihm? Stolz, seine Schönheit, ja, weil Christus hat dich jetzt so schön gemacht. Eifersucht. Und du fängst an, das dann dich selbst, dir das zuzuschreiben. Mhm. Ja, Eifersucht, genau, er hat auch Eifersucht gehegt. Er wollte gleich sein. Und aber auch, in Hesekiel 28 steht, because of thy merchandise. Mhm. And the traffic, richtig? Also Handelsgeschäfte, die er gemacht hat.
Ja, das, Satan hat im Himmel nicht buchstäblich Handelsgeschäfte gemacht. Das ist ein Symbol für unsere Zeit. Denn ja, wenn wir hierhin durchkommen, wo kommen wir dann hier rein? Ins Land, in die kleine Zeit des Friedens. Und was sagt Elmwald, was wird die große Versuchung sein? Dass wir Gott vergessen und wegen all den weltlichen Segnungen, die er uns gegeben hat, an sich, um ja sein Werk zu fördern und wir es anfangen für uns selbst zu nutzen. Okay. Und ja. Aber da sehen wir letztendlich, wir müssen erst die Sündhaftigkeit der Sünde sehen. Dann kann unser alter Ehemann sterben und Christus in uns leben. Ja. Und Gott möchte uns die ganze Zeit zu dieser Erfahrung bringen. Ja, er möchte uns, denn was sagt Paulus in Galater 3? Dass der Lehrmeister, das Gesetz ist dazu gegeben, um uns wohin zu bringen? Zu Christus. Ja, zu dieser Offenbarung Jesu Christi, die uns in den Staub demütigen wird und uns aus den Toten auferwecken wird. Amen? Amen. Okay. Dann, wir werden heute Abend dann fortsetzen. Und ich hoffe, dass diese Dinge immer klarer werden. Okay, dann lasst uns mit einem Gebet abschließen. Dadurch, dass du uns hilfst, amigoweise in unserem Gehirn zu behalten und hilf uns auch, Vater, das Werk zu tun, was du uns vorlegst in Jesu Christi. Amen. Amen.